In diesem Video zeige ich dir eine Mobilisation für den Nervus Ischiaticus, gerade bei Ischiaschmerzen kann die Übung sehr, sehr sinnvoll und auch wirkungsvoll sein. Ich zeige dir jetzt in ganz leichten verschiedenen Schritten, wie du die Übung bzw. die Mobilisation ganz einfach zu Hause hinbekommst. Ich habe hier einen Stuhl genommen, wie du schon am Anfang des Videos gesehen hast, machen wir die Übung auf dem Stuhl und wie das Ganze geht, zeige ich dir jetzt. Erstmal Step Nummer 1, hock dich ganz, ganz locker und leicht auf den Stuhl und wichtig ist es erstmal, dass dein Oberkörper so nach vorne gebeugt ist. Wirklich hier so einen richtigen Rundrücken machen, dich nach vorne lehnen, die Schulter mal nach vorne fallen lassen. Der Schritt Nummer 1 ist deine Ausgangsstellung. Schritt Nummer 2 ist, dass wir uns überlegen müssen, welche Körperteile müssen sich wie bewegen. Erstmal fangen wir von oben an. Dein Kopf sollte diese Bewegung nach vorne und nach hinten machen. Das heißt, da bekommst du schon mal sehr gut hin, die Bewegung nach vorne, nach unten. Das bin ich mir eigentlich ganz, ganz sicher, dass du es hinbekommst. Nächster Schritt ist quasi deine Kniestreckung. Das heißt, du streckst dein Knie mal komplett durch und beugst es wieder. Komplett durchstrecken und beugen. Und wenn wir jetzt den dritten Schritt noch damit hinzufügen, dann haben wir eigentlich schon die Mobilisation vom Ischiaticus und zwar unser Sprunggelenk. Das heißt, wir ziehen hier ganz fest die Zehen an und wieder nach unten. Ganz fest die Zehen anziehen und nach unten. Diese drei Schritte müssen wir jetzt in einer Übung vereinbaren. Ich wiederhole es nochmal. Step Nummer 1, den Kopf in den Nacken legen. Step Nummer 2, Bein strecken. Step Nummer 3 ist quasi deine Zehen nach oben ziehen bei ausgestreckten Beinen und die Mobilisation jetzt mit allen drei Steps zusammen ergibt dann die Mobilisation für den Nervus Ischiaticus. Und ich mache es jetzt einfach mal. Ich beuge mich hier nach vorne und so, bringe meinen Kopf nach hinten. Währenddessen strecke ich mein Knie durch, ziehe meine Zehen an, halte die oberste Position für ein paar Sekunden, gehe wieder runter und alles in die Ausgangsstellung. Ich zeige es nochmal. Mein Kopf geht in den Nacken, mein Knie streckt sich, meine Zehen ziehen sich an, ich halte es wieder kurz und gehe langsam wieder runter. Und nochmal ein letztes Mal. Kopf in den Nacken, Bein durchstrecken, Zehen fest anziehen, kurz halten und wieder runter. Und es war es auch schon mit der Mobilisation für den Nervus Ischiaticus. Wie du schon siehst, die Übung kannst du ganz leicht in drei verschiedene Schritte einteilen, damit du es dir auch wirklich zu Hause ganz leicht machen kannst. Bei der Nervenmobilisation allgemein solltest du darauf achten, dass du nicht zu viele Wiederholungen am Anfang machst. Halt dich an ein moderates Tempo, mach erstmal 10 Wiederholungen, schau, dass du die Übungsausführung hinbekommst. Ansonsten mehr Fragen oder Anregungen, schreib gerne mal in die Kommentare rein oder welche Übung du als nächstes bei den Basic Steps sehen möchtest. Schon mal vielen Dank fürs Anschauen und falls du noch mehr Übungen sehen möchtest, geh auf meinen Kanal. Ich habe dazu auch schon mal eine Übungsreihenfolge gegen Ischiaschmerzen gemacht und auf Instagram findest du mich ebenfalls mit ganz, ganz vielen verschiedenen Übungen und wir sehen uns das nächste Mal.